Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 von unserer Mainline-Karte. Hier fährt gerade ein kleiner Rangierzug ein. Hat auch ein bisschen was dabei. Mal gucken, ob der Plus macht. Ah, nicht ganz. Da fehlt noch etwas. Aber er ist ja auch in Doppeltraktion unterwegs. Kein Wunder, dass er keinen Plus macht. Ja, ich habe noch ein bisschen hier ausgestaltet. Fragt mich nicht, warum hier eigentlich diese Flagge hier ist. Aus Gründen. Oh, hier brauchen wir ein paar mehr LKW. Ey, ey, ey. Nee, falsch. Fahrzeuge verwalten. So. Dann kriegen wir mal das Zeug hier weg. Wohin fährst du die eigentlich? Dahin? Dahin? Achso, hierhin. Und dann kommen die zum Bahnhof, ne? Ja, genau. Da kommen die gerade raus aus dem Depot. Ich drehe mal den, damit die nicht alle hintereinander herfahren. So. Dich drehe ich mal auch. Genau. Okay, dann haben wir das mal eben kurz erledigt. Wir sehen auch hier, ist auch ordentlich wieder was für die Mainline ja, hängen geblieben. Aber wir sind noch lange nicht fertig hier praktisch in der Güterzentrale von Talon oder Talon, wie auch immer man das ausspricht. Ich weiß es nicht. Die Karte ist auch mittlerweile zu einem Mix geworden aus englischen und deutschen Städtenamen. Das war eigentlich nicht so beabsichtigt, aber was soll's. Wir haben hier in der letzten Folge Heslingen, Lückstedt und Großniedersheim mit einem Zug verbunden. Mit einem Zug, den wir wo sehen? Wo ist denn der Zug? Der kommt gerade aus dem Tunnel raus. Gucken wir uns mal die Einfahrt hier ein. Na, bisschen tief. So ist gut. Nebenbei. Wenn dann nicht mal den Bahnhof hier oben. So, genau, mit diesem SPB-Wagen, die sehr, sehr schön aussehen. Ob der Zug jemals Plus machen wird, ich wage es zu bezweifeln. Aber wir haben jetzt hier auch mittlerweile einen Bus und hier stehen auch Leute. Haben wir wirklich einen Bus? Ja, hier haben wir einen Bus. Wo wir noch keinen Bus haben, das ist einmal hier in Großniedersheim. Das machen wir jetzt einmal. Ich glaube, die Straße hat keine Zukunft, ne? Wir könnten hier eine Brücke einmal drüber bauen. Vielleicht sogar eine Brücke über den Bahnhof, das hätte doch was. Nehmen wir einmal diese städtische Straße hier. Einmal hier so drüber, das würde mir noch gefallen. Ja. Ups. Zu tief, dann geben wir noch einen hoch. Klappt nicht. Warum denn nicht? So wird's gehen. Na gut, dann halt leicht aufsteigend. Nee, nee, nee. Oh ja, sowas in die Richtung. Ja, das gefällt mir. Warum gibt es da so einen komischen Knick in der Mitte? Das hier aufgeschüttet. Keine Ahnung, warum da so ein komischer. So, und das hier aufgeschüttet. Genau, dann haben wir hier was. Dann machen wir hier einmal eine Bushaltestelle hin. Hast du irgendjemanden mitgenommen? Ja, 11 Leute, immerhin. Ne, kein Flughafen. Nehmen wir hier mal eine Bushaltestelle. Nehmen wir mal
Das Vanilla-Teil. Vielleicht hier hin. Ja, gefällt mir besser. Und dann nehmen wir mal die hier. Und fährst du einmal hier so drüber. Hältst dann hier vorne. Hältst dann nach hier hin. Da. Und dann noch dort. Also einmal von da, nach da, nach dort, nach dort, nach dort, nach da, nach da. Und das ist dann der Bus Groß-Niedesheim. Grrr. Niedesheim. Kürze ich jetzt einfach mal unzulässigerweise so ab. Gebäude, Depot. Dann vielleicht einmal hier hin. So, und dann nehmen wir mal hier so einen Trailer. Das fand ich cool. So. Und noch ein paar normale Busse. Den haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal. Den auch. Nehmen wir den. Okay. Gucken wir uns einmal den Trailer an. Das würde mich jetzt mal interessieren. Cool. Schöne Aussicht von hier oben. Okay, so. Dann haben wir hier auch ein Bussystem in der Hoffnung, dass die ein bisschen wachsen. So, jetzt müssen wir uns darum kümmern, noch ein bisschen mehr hier der Industrie zugute zu kommen, denn aktuell haben wir hier in unserem Bahnhof folgende Linien. Wir haben unsere Mainline hier vorne. Wir liefern Holz an. Kohle und Erz liefern wir an. Und Stein liefern wir an. Wir liefern noch nichts in irgendwelche Städte, glaube ich, hinein. Und es gibt ja noch ein paar weitere Industrien, die noch nicht angeschlossen sind. Hier die Holzindustrie hier ist angeschlossen. Das ist auch angeschlossen. Ja. Was ist denn hier noch nicht angeschlossen? Hier vorne. Das hier zum Beispiel ist noch nicht angeschlossen. Hier haben wir auch eine Maschinenfabrik. Könnte man natürlich einfacher, der Einfachheit halber, ey, das ist ja mal so weit berghoch, dass, da kommen wir, glaube ich, nicht wirklich mit einem Zug hoch, oder? Oh, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, so hoch. Also, beziehungsweise, wir kommen schon so hoch, aber wir müssten uns ewig durch den Berg durchschlängeln und so, bis wir wieder unten sind. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Das, wenn dann mit einem LKW, der Kandidat ist schon einfacher mit dem Zug. Hier ist sonst, was ist das hier? Eine Ölraffinerie. Und hier... Aha, eine Chemiefabrik. Wir könnten einen Zug nehmen, der hier hält und da hält. Rohöl bekommen wir ja schon durch die Mainline und hier vorne ist auch noch was. Das müsste klappen. Hier passt leider kein allzu großer Zug drauf, ne? Das ist natürlich schade, aber ja, dann ist das so. Okay, Gleise, dann nehmen wir mal die hier. Oberleitung wäre in diesem, ja, bauen wir trotzdem mit Oberleitung. Okay, beziehungsweise hier brauchen wir erstmal einen Bahnhof. Ah, der wäre schon gut, wenn ich den hier hinkriegen würde, ne? Das wäre schon nicht schlecht. Gebäude. Cargo. Freight Classification Yard. Was ist das?
Okay. Ah, die Schüttgutverladung. Ah, die funktioniert nicht. Warum nicht? Stein. Aha, so funktioniert sie. Interessant. Brauchen wir jetzt aber hier nicht, weil wir kein Schüttgut haben. So. Reicht ein Gleis? Zwei wären schon nicht schlecht, ne? Aber das passt dann nicht mehr. Hast du hier vielleicht eher rein? Nee. Auch nicht. Wie machen wir das denn jetzt? Doch mit einem Gleis? Ich hätte schon gerne zwei Gleise. Na gut, dann ein bisschen weiter außerhalb. Du musst jetzt erstmal ein bisschen runter hier. Nicht ganz beurteilen, nee. So. Irgendwie passt das nicht. Wir müssen den ein bisschen slopen. Aber das war jetzt genau die falsche Richtung. Auch nicht. Oder? Nee. Nee. Joa. Bin nicht so ganz zufrieden, aber ist okay. Könnte man über die gesamte Staffel sagen, oder? Bin nicht so ganz zufrieden, aber ist okay. Tja. Könnte man. So eine Landstraße. So. So. So da rein. Dann. Gleise. Können wir eigentlich direkt verbinden, ne? Können wir nicht. Zack. Einmal da rein und da rein. Entschuldigung. So. Kommen wir mit den Gleisen durch? Ja, das müsste eigentlich klappen. Passt das hier soweit? Ja, hier ist alles gut. Ach, hier haben wir noch noch eine Straße. Dann machen wir das mal. Wo haben wir denn die Kreisel? Kreisverkehr. So, Straße. Einmal da rein. Einmal da rein. Und da rein. Die Straße können wir mal aufwerten. So. Genau, dann haben wir das auch ein bisschen angeschlossen. Ein bisschen Infrastruktur ist ja nicht schlecht. Dann können wir eigentlich hier in die Gleise rein, oder? Wäre schon nicht schlecht.
Gucken wir hier einmal an. Und jetzt in die Gleise rein. Ich sehe keinen Grund, der dagegen spreche. So. Mhm. Jawohl. Dann sind wir hier in den Gleisen. Wir fahren dann hier geradeaus weiter. Kommen dann hier aus dem Tunnel raus, ne? Wir hatten sogar noch in dem anderen Gleis Platz. Ja. Nicht schlecht. Aber ich hätte irgendwie gerne auch, dass wir die anderen Gleise schon mal anschließen. Wobei, ja, nehmen wir einfach das Gleis. Zack, einmal dahin. 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 Ergibt es Sinn, dann nochmal hier zu halten? Nein. Dann wieder direkt zur Güterzentrale. Genau. Wie nennen wir den? GZ Talon Zubringer Kunststoff. Also wir brauchen einen Zug, der muss Kunststoff, Öl und Rohöl transportieren können. Genau, ja, doch, doch, ja, passt. Depot, vielleicht irgendwo hier vorne noch irgendwo. So schön die Gleise hier noch ein bisschen hier den Platz füllen. Was seid ihr? Britannia Bridge. Ha. Vielleicht mal das Teil. Passt nicht so gut hier zwischen die Gleise, leider. Hm. Nee, passt da nicht dazwischen. Passt du hier zwischen? Ach, auch nicht. Dann nehme ich lieber das hier, weil wir das, glaube ich, noch gar nicht haben. Und etwas weiter hier hinten. Bodentextur, ja. Oberleitung. Standardgleis, ja. Okay. Achso, wir haben noch gar keine Signale, ne? Oh, machen wir noch. So, das Signal versetzen wir einmal ganz kurz. So, jetzt kümmern wir uns mal um die Signale. Ab hier. So, einmal dahin, dahin. Eins kommt dorthin. Die verschiebe ich ein bisschen. So. Ja, die sind okay. Dann kommt eigentlich eins nur noch hier hin. Und eins mache ich mal dahin. So lang werden die Züge, wie gesagt, eh nicht. Ne? Muss jetzt auch ein Güterzug sein. Okay, dann noch ein bisschen kurz texturieren. Okay, dann Linie haben wir. Dann kaufen wir einen Zug. Oder? Kommst du überhaupt da rein?
Dann nehmen wir das Depot hier. Diesel. Oh, eine Class 66. Ich glaube, die haben wir schon, oder? Ich bin nicht ganz sicher. Entschuldigung. Direkt wieder in eure Ohren hineingemustert. Okay. Kunststoff. Ja, die können genau das, was ich brauche. Die auch. Ups. So. Zubringer Kunststoff. Ach, da haben wir noch eine Class 66. Ich sehe sie. Okay, dann gute Fahrt. So, ich hoffe, hier kommt dann auch demnächst Rohöl an. Aber ich muss noch mal ganz kurz hier unsere Mainline mal kontrollieren. Aber die müsste ja irgendwo... Also man sieht, hier ist jetzt zum Beispiel Rohöl. Ja gut, da sind schon zwei Züge drauf. Da doch, genau. Da. Da ist Rohöl. Das funktioniert, das transportiert hat, das ist gut. Dann wird definitiv diese Lieferkette funktionieren. Ich weiß allerdings nicht, ob wir Kunststoff irgendwo schon hinliefern. Was macht man denn mit dem Kunststoff? Wohin? Wo wird er denn weiterverarbeitet? Da. Okay, es kann sein, dass der Kunststoff doch noch nicht funktioniert, weil der vermutlich noch nirgendwo bisher auf der Karte weiterverarbeitet wird. Hier geht das auch. Das war so sehr am Rand. Das gefällt mir jetzt nicht so. Aber der hier gefällt mir ganz gut. Eine Goods Factory. Ja, ich würde sagen, den können wir anschließen. Was brauchen wir denn? Gebäude. Cargo. Können wir wieder einen schönen Langzug machen? Was haben wir denn hier für eine Brücke? Interessant. Dann einmal überlegen, wo können wir denn mit den Gleisen rein? Ich habe im Grunde genommen hier irgendwo rein. Das Depot können wir zur Not wegnehmen. So, und jetzt straight geradeaus. Haben wir jetzt eine Brücke? Oh, verdammt.
bisschen in kleinen Schritten bauen, dann geht das. Sieht die weich aus? Schlecht. Besser. Ja, das gefällt mir. Hoffentlich klappt das. Ja. Ja, auf der falschen Seite. Passiert. Habe ich gehört. So, dann einmal die Straße zurück. Geht natürlich genau nicht. Okay. Dann Signale. Machen wir mal hier eins hin. So. Dann einmal hier bei der Einfahrt. Genau, ja, das ist okay. Das ist ein bisschen knapp. Das Signal wird jetzt einfach komplett nach hinten gebracht. Das ist mir nämlich zu knapp. So, genau, dann ist der Zug hier drin. Dann müssen wir uns das später genau angucken, wie der fährt. Ich würde sagen, wir können hier eigentlich mal kurz schon mal Wegpunkte setzen. Löst Pfeifen aus. Das L. Was ist denn ein L? Und was ist das hier? Ein Betonpfosten, der Pfeifen auslöst. Interessant. Nehmen wir das P. Und zwar einmal hier und einmal meinetwegen dort. So. Die Gleise sind belegt. Dann können wir eigentlich in das hier rechts noch rein. Ja. Können wir eigentlich so machen. Einmal hier. Nach dorthin. Ist eingleisig. Mal gucken, ob wir das ändern können. Ja, können wir. Dann schauen wir mal, wie es hier auf der Brücke aussieht. Also hier ist es auch zweigleisig, das ist gut. Das ist okay. Das ist auch okay. Wobei du eigentlich... Wäre ja witzig, wenn der hier so lang fahren würde. Würde mir irgendwie gefallen. So einmal kurz die Weiche putzen. Entschuldigung. So, und dann fährst du hier ins falsche Gleis rein. Und zwar gehen wir an die 1.
Achso, hier fehlt eine Weiche. Da fehlt eine Weiche. Ich will die aber nicht so weit hinten machen. Kannst du noch in ein anderes Gleis rein? Ja, sonst nur in belegte Gleise. Ja, dann muss ich die Weiche eigenhändig setzen. Es sei denn, ich kriege hier eine Weiche hin. Hätte ich nicht gedacht, dass es klappt. Jawohl. Okay, das ist GZ Tellen Waren. Okay, der Zug muss transportieren können. Waren, Kunststoff und das da. Ihr wisst schon. Das da. Wohin mit einem Depot? Ja, das ist in die falsche Richtung guckend. Wir haben ja hier ein Gleis. Das müsste dieses Depot sein. Dann nehmen wir mal hier eine Elektrolok. Und zwar eine. Nee, ich glaube, die 182 haben wir jetzt schon ein paar Mal. Ja, ja, der Nightjet, den will ich definitiv auch bald machen. Eine 181 haben wir, glaube ich, auch schon. Hier, den Alpenzähmer. Wo ist er? Da, das Repent habe ich für TSW2 gemacht. Mit dem Zug bin ich irgendwie verbunden mit der Lok. Dann auf jeden Fall jemand, der Kunststoff, Waren und den Stahl transportieren kann. Kunststoff, Waren und Stahl. Kannst du schon mal nicht. Was mit dir? Kunststoff und Waren. Ja, schon mal etwas, ja. Nehmen wir schon mal ein paar. Kunststoff, Waren und jetzt brauche ich noch jemanden, der Stahl transportieren kann. Das seid ihr. Hier, der Transportfieberwagen. Da. Die können auch Waren transportieren. Achso, und? Achso, ja gut. Der kann alles drei. Sehr gut. Und was ist dein Problem? Konnten nicht alle Haltestellen verbunden werden? Warum? Genau, so das da. Dann das hier, warum geht das nicht? Ich mach's nochmal von vorne, so. Nach da. Klappt nicht. Warum nicht? Hast du keine Oberleitung? Doch. Also von hier. Nach da. Kannst du nicht verbinden. Fehlt hier irgendwie doch eine Oberleitung? Einmal die Kontrolle. So, das passt soweit. Aha. Genau. Jetzt ist er auch sogar zweigleisig von alleine. Wie fährst du hier über diese Folgenkonstruktion? Ja, ist okay.
Mach mal. Ich glaube, das ist soweit in Ordnung. So, dann gucken wir uns den einmal an. Hat schon eine Kameraposition. So ein schönes Bild. Ja, E482. Liegt hier schon was für dich rum? Nee, doch kann es schon sein. Liegt denn für die andere Linie jetzt schon was rum? Der Kunststoff? Ne, auch nicht. Aber das könnte ja jetzt vielleicht sein, weil jetzt benötigen wir den Kunststoff praktisch hier vorne. Genauso wie den Stahl für die Waren. Stellt sich nur die Frage, wer möchte Waren haben? Hallo, braucht jemand Waren? Was braucht ihr hier? Oh, eigentlich braucht Waren. Sehr gut. Dann machen wir als allerletztes in dieser Folge eine LKW-Linie, die die Waren hier rauf bringt. Ja, ich würde sagen, das klingt nach einer Idee. Gebäude. Güter. So, nehmen wir die kleine Abladestelle. Und laden mal hier die Waren ab. Und genau, ja, das war's dann auch schon. Also von hier, zack, nach dahin. Waren, LKW, Teller. So. Wer kann Waren transportieren? Ein paar können Waren transportieren. Hier, ihr seht auch süß aus. Fahren LKW. Und gute Fahrt. Schöne LKW. Die hintere Achse ist mitgelenkt. Ne? Habt ihr das gesehen? Also die zweite Achse. Interessant. So, genau. Jetzt ist praktisch die Warenlinie hier abgeschlossen. Heißt also, spätestens jetzt müsste das alles irgendwie in Gang laufen. Langsam mal. Oder wie sieht's hier aus? Ja, hier sieht's noch. Ja, die hängen zusammen. Ja. Hier ist auch noch nicht so viel los, ne? Hm. Ja, der fährt jetzt hier ziemlich leer durch die Gegend. Ah, ne, gar nicht. Ah, es funktioniert. Ah, ne, ach, das ist die Mainline. Ja, ich Blindfisch. Oh, jetzt stehst du aber hier. Warte auf freie Wege. Du bist zu lang. Ja, Fahrzeuge verwalten. Einer hier mal weg. Wir gehen mal zurück. Und jetzt kannst du drin. Genau.
gucken uns noch den Zug an, wenn der jetzt hier ankommt. Hast du was dabei? Ja, du hast ein bisschen Rohöl dabei. Ein bisschen Baumaterial. Und das passt auch. Aber du kannst sie richtig vollladen, denke ich mal. Plus gemacht und wie voll bist du jetzt? Aha, aha. Ja, komplett voll. Der fährt voll ausgelastet, glaube ich, wieder zurück. Und hier liegt halt immer noch viel Zeugs rum. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Alles Gute, alles Liebe.